geht immer zu den Questleuten hin, ne? Jeder möchte was anderes. Also hier, du warst die Kandidatin für Rüben, ne? Bist du die Kandidatin für Rüben oder vertue ich mich? Oder bist du die Tomatenkandidatin? Tomaten, ne? Du möchtest doch die Tomaten haben. Ja, genau. Tomaten, dann ist der Typ, wenn man in dieses Gebiet links kommt, der direkt da vorne steht, der Tom. Hier ist der Tom. Der will die Auberginen haben und die Rüben. Ey, cool. Lol, das ist ein Mensch. Hi. Es gibt Menschen in diesem Spiel. Ja, cool. Hi, oh, ja. Ja, das ist nice. Also das hatte ich bisher noch nicht. Also ich war gestern immer alleine da und heute, ich spiele seit gestern. Und, ja, das ist cool. Ja, dem verrate ich mal nicht. Das ist Monterra, ist übrigens derjenige, der das Spiel hier entwickelt. Das ist natürlich, können wir jetzt ein Star-Interview führen. Nee, also Monterra, ist offline. Oh, schade. Naja, egal, ich kann ein bisschen quatschen. Vielleicht guckt er sich das ja auch an, das weiß ich nicht. Wenn ja, grüße ich dich an dieser Stelle und danke, dass du vorbeigeschaut hast bei deinem eigenen Spiel. Das ist jetzt auch komisch, ne? Aber danke, dass du gezeigt hast, man kann im Multiplayer agieren. Wow. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Das ist cool. Ich bin gerade voll begeistert. Ich glaube, ich muss mal offscreen ein paar Leute einladen. Ja, auf jeden Fall, man kann hier lesen. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es gibt es noch nicht, aber im neuen Update soll es auch die Möglichkeit geben, dass man am Marktplatz selber Dinge verkauft, dass man handeln kann mit anderen Spielern. Das ist natürlich cool. Stellt euch vor, ihr habt ganz viel Holz gesammelt, aber ihr habt kein Öl und ihr braucht halt eher Öl und habt das Holz, wollt das Holz loswerden oder ihr habt zu viel Wasser und jemand anderes braucht es. Easy. Ihr tauscht es einfach aus und alle sind happy. Das finde ich cool. Also, dass es vor allen Dingen so früh, in so einem frühen Stadium des Spiels dann eingebaut werden soll. Das finde ich gut. So. Falsches Werkzeug. Kompostwerkzeug ist ja noch mal oben. So. Ich kann hier noch gar nichts machen. Wohin wollte ich bitte? Ich glaube, ich werde, wir haben ja noch Zeit. Also, ich gieße das nachher wieder. So, ich könnte so nochmal so um 16 Uhr wiederkommen quasi. 16 Uhr finde ich eine gute Ingame-Zeit, ja. Wenn ich hier generell von Uhrzeiten spreche, meine ich Ingame-Uhrzeiten. Ne? So. Was ich machen möchte, ich überlege gerade, wie viel Öl ich benötige. Ich brauche wieder zu viel Öl. Ich könnte nämlich, wenn ich 10 Holz habe, könnte ich das wieder verwurschteln lassen zu Holzbalken. Ah, falsches Werkzeug, deswegen habe ich nicht aufgenommen. Und wenn ich dann mit den Holzbalken... Mit den Holzbalken könnte man dann auch nochmal Plaketten, Planeten. Ich bin da ein bisschen zu blöd, das Wort auszusprechen. Ihr wisst, was ich meine. Helft mir. Könnte man dann wieder ein bisschen Geld machen. Ah, Öl, sehr schön. Und noch ein Stein. So. Ich gehe mal in das Gebiet hier links. Öl. Ich habe mich umentschieden. Ich gehe mal eben zum Öl. Ja, dann werde ich jetzt nochmal ein bisschen Parkett. Parkett war das Wort. Oh, bin ich gut. Werde ein bisschen Parkett herstellen. Werde wieder ein Holz irgendwo noch mitnehmen. Und dann daraus, da war ein Stein, ne? Steine sind gut. Steine sind deine Freunde. Ne, da ist noch ein Stein. Egal, ich habe jetzt 6 Steine und dabei bleibt es jetzt erstmal. Denn 6 ist wieder, also alle 3 Steine quasi kann man... Aber da ist schon wieder Öl. Das ist ja gerade hier optimal. So, jetzt muss ich auf das Inventar achten, dass ich das auch machen kann. Aber perfekt, ich kann ein bisschen Beton herstellen. Ich habe noch Platz für die Holzplanken. Ist das richtige Wort? Planken? Ich habe schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Ich habe heute ein Gedächtnis wie ein Schaf. Haben Schafe ein gutes Gedächtnis? War da wieder Öl? Nein, ich habe mich... Da. Ich gehe irgendwann im Laufe dieser Aufnahme nochmal nach da rechts. Ach, willkommen zum neuen Part. Das, ich habe da irgendwo gecuttet. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung. Willkommen trotzdem, hallo. Schön, dich zu sehen. Ach, ich lade den Eim hoch, komm, oder? Bin ich faul oder schneide ich? Das ist eigentlich nur so eine Frage, ob ich Bock habe zu schneiden. Ich glaube, ich habe nämlich keinen Bock. Oh, hier, das lohnt sich.
Ich habe jetzt überlegt, ein Öl hilft dir nicht weiter, aber das sind ja zwei Öle, die ich hier aufnehmen kann. Okay, nehmen wir das andere Öl auch noch mit, dann haben wir 14 Öl. Das könnte sogar reichen, um alles an Holz zu verwurschteln, oder? Vertue ich mich schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich werde sehen. Wenn ich natürlich mein gesamtes Holz jetzt loswerde, wäre das natürlich am allercoolsten. So, wir stellen uns ein bisschen Parkett her. Es passt genau. Ich habe weder Öl noch Holz gleich. Genau jetzt. Optimal. Sehr schöne Sache. Genau, das war nämlich so auf Öl. Nehme ich mit. Auch Holz nehme ich gerne wieder mit. Inventar direkt wieder voll machen. Ja. Ich habe mich wieder selber unterbrochen. Das ist so auf 8 Öl kommt 10 Holz. Habe ich mir mal ausgerechnet. Genau, und diese Holz, das bearbeitet man zu Holzplanketten. Da kriegt man dann 40 Stück raus, weil man 5 Stück aus einem Holz bekommt. 5 Stück aus einem Holz, kommt das hin? Dann hätte man noch 50. Kriegt man 4 Stück aus einem Holz? Ja, dann kriegt man nämlich 4 Stück aus einem Holz. Sonst kommt diese ganze Rechnung nicht auf, oder? Ich weiß es doch nicht. Verzweifelt gab er seinen Job auf. Nein. Ja, Rechnerei liegt mir vielleicht heute nicht. Ich weiß ja nicht. Ostereier sammeln aber umso mehr. Guck mal, die haben die Hälfte. Ich könnte natürlich einfach aus der Aufnahme eine anderthalbstündige Aufnahme machen. Wobei es auch wieder langweilig wäre, wenn ich die ganze Zeit durch die Map latsche und hier nur Ostereier sammeln. Das könnte ich tatsächlich offscreen machen, also so, wenn mir noch so 5 Eier fehlen oder so, weil es kann echt dauern, wenn man dann nur blaue Eier bekommt oder nur gelbe oder nur lila und dafür keine bunten und die will man noch haben. Einfach das Gelbe interessiert mich. Dann gehen wir zu Larissa, dann werden wir massig an Geld erhalten durch den Beton und so. Ich hoffe nur nicht, dass Monterra gerade online war, um den Server kurz auszumachen. Das ist mir zwar noch nicht passiert, aber das wäre blöd jetzt gerade. Wir können uns schon wieder Beton herstellen. Mit 3 Steinen kommt man ja genau hin. Ja, also ihr seht, man geht ein bisschen sammeln und hat hier eine sehr beständige, vor allem beständige, aber auch sehr hohe, sehr gute Einnahmequelle. Ich wollte schon gießen gehen seit einer Spielstunde. Uiuiui, schnell noch die Eier mitnehmen und dann nix wie vorhin hier. Und dazwischen noch ein Steinchen mitnehmen. Oder 2. Wie geht's eigentlich unseren Werkzeugen? Perfekt. Reicht genau. Da war kurz ein kleiner Bug, Grafikbug. Ich weiß nicht, wie die zustande kommen. Habe ich auch schon mal ins Forum geschrieben. Aber das sind Kleinigkeiten. Das hast du bei jedem Spiel. Bugs, meine ich. Also kleine Dinge, die einen eigentlich nicht interessieren. Die ich aber unbedingt 5 Minuten lang zum Diskussionsthema brauche. Weil mir sonst mein Redestoff wieder ausgeht. Und wenn mein Redestoff ausgeht, dann ist leer. Quasi. Auf zum völligen Gießen. Die Werkzeuge kann man übrigens im Lauf wechseln, aber sie den Zustand anzuschauen, das ist im Lauf leider nicht so gut möglich. Das heißt leider, es ist einfach nicht möglich. Warum, weiß ich nicht. Dieses eine Unkrautteil müssen wir leider beseitigen, weil wir sonst nicht gießen können. Das ist immer auch, Wasser ist schon leer. Aber die Gießkanne nicht mehr ganz voll. Einmal das Gießen, dann schlafen gehen, dann wach werden, einmal das Gießen. Genau, so ist das. Das ist alles Aubergine, habe ich jetzt alles genommen, ne? Genau. Nur unterschiedlichen Zeiten angepflanzt. Ja, weil das ist cool, 75 Aubergine, 12 Stück möchte der Typ haben, gibt uns dafür, glaube ich, 79 Silber. Im Forum gibt es eine Liste von dem guten, oh, wie heißt er? Ich habe heute Namen schwunden, ne? Schlimm ist das. Irgendwas mit S. Sudo? Ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem auch mal ein bisschen unterhalten im Forum. Generell über das effektive Farmen und so weiter und so fort. Und er hat eine Liste mal erstellt, was wie viel Geld gibt und was also damit am effizientesten ist. Und seit dem Update 1.2.4 gibt es halt diese Person, die hier Planken und Beton sammelt. Und seitdem lohnt sich das am meisten. Hat sich vorher nicht gelohnt, das sich zu holen, sondern da war wirklich das Lohnste hier, die kleinen Quests mit den Pflanzen.
Weil die wohnen jetzt vom Lohnenswerten, was Geld angeht, wer also nur Geld haben möchte, so wie ich das mit Frantic mal nur haben wollte, der kann einfach die ganze Zeit durchsammeln gehen, aber obwohl es ja nicht der Sinn des Spiels ist. Ne? Nun gut. Ich sehe gerade, meine Aufnahme ist bald bei einer Stunde, noch sind wir bei 53 Minuten, ungefähr. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich nach einer Stunde die Aufnahme beenden, vorerst. Wenn es nicht so lecken würde, würde es auch Spaß machen bis dahin. Fraps, hallo! Ah, cool. Und die Insta gegossen. Die Wiese wollte ein bisschen wachsen, das ist verständlich. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht ganz reichen, weil ich ja mit einer nicht vollen Gießkanne hier hin bin. Ich könnte dann beim nächsten Aufstehen kurz vorher die Gießkanne voll machen, dass ihr auch genau seht, dass es 2,5 Gießkannen sind. Das heißt 2 und dann wird man die Hälfte ja erkennen können. Vielleicht. Es sind hier genau 75. Ich werde hier 75 Auberginen rausholen. Vorausgesetzt, ich mache mir mein Feld nicht selber kaputt. Okay, ich gehe schlafen. Auf geht's. Vor allen Dingen ist immer noch ätzend warm. Ich sitze zwar im Keller, weil es hier halt kühler ist. Und weil ich hier Internet habe, in meinem Zimmer nicht. Das DLAN ist kaputt. Oder nicht kaputt, aber es will mal wieder nicht. Ah. Kennt ihr das Problem? DLAN will nicht. Ah. Ich hasse es. Es ist andauernd. Naja, und auf jeden Fall bin ich jetzt deswegen im Keller und schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das passt eigentlich genau. Und hier ist trotzdem warm. Obwohl es hier so kühl ist, aber meine Hand schwitzt so wieder so extrem. Das tut mir leid. Deswegen werde ich die Stunde und Stündchen aufnehmen. Jetzt habe ich die Gen. Perfekt. Alles, was in ein gutes Let's Play gehört, Genen, Essen, Schmatzen und Spielspiel macht eigentlich auch immer Spaß im Let's Play. So. Und dabei ist das hier gar kein Let's Play. Ich nenne meine, also Let's Play ist so der Begriff dafür, aber ich will es ja eigentlich hier Let's Play nehmen, weil ich ja eigentlich Eigentlich ist das hier ein... Ich klatsche durch die Gegend, quatsch dabei und erkläre ich das Spiel. Wieder ins Leere gegossen. Also ins Leere gießen verbraucht keine Ladung, Aufladung der Gießkanne, soweit ich das bisher immer hatte. Allerdings halt, wenn man aus Versehen doppelt gießt, dann verbraucht man ein bisschen mehr. Also halt, diese eine Mal gießen ist dann weg. Sozusagen. Meine, Wasser kostet nichts, aber es ist weg. Jetzt geht im Hintergrund meines Laptops irgendwas ab. Der Hintergrund ändert sich die ganze Zeit. Achso, stimmt, das habe ich ja eingestellt, damit Traps aufnehmen kann. Vergessen. Diese Aero-Designs braucht man, damit Fraps im Desktop aufnehmen kann. Wie viel haben wir denn noch? Ach, Slayer, guck mal. Dann nenne ich Timing. So, einmal vormachen bitte. Überhaupt kein Problem, Meister. Können wir machen. So. Ein so ein Gebilde hat nämlich genau 15 Teile. Hier waren gerade ja noch 2 frei, denn das hier ist ja eins mehr. Das sind 16, diese Konstruktion. Und da hatte ich noch einmal gegossen und dieses hier hat wiederum dafür im Gegentausch nur 14. Ja. Naja, wenn es euch interessiert, wie ich auf diese Idee gekommen bin und was ich vorher für Ideen hatte im Forum. Hier direkt auf Rising Farms Online gibt es das Forum. Natürlich Link hier des Spiels in der Videobeschreibung. Aber das wollte ich ja nicht sagen, das könnt ihr euch ja denken. Das hilft auch jetzt in den letzten 4 Minuten der Aufnahme nichts mehr, das groß zu erwähnen. Nee, ist klar, also das ist der erste Link unten. Das ist auch nicht anders gedacht. Was? Okay, 2-mal gießen noch. Ist leer. Lalalala, wir laden schon wieder und dann sind wir fast schon am Wasser angekommen. Wir können mal hier oben das Wasser. Ich wollte echt da oben das Wasser nehmen, ist aber egal. Ja, na, komm, wir nochmal neu voll machen. Danke. So, und nochmal ein letztes Mal alles gießen. Haben wir jetzt die Nacht durchgegossen? Hat das Gießen jetzt so lange gedauert? Haben wir so. War ich so verpeilt, dass es so lange gedauert hat? Habe ich die ganze Spielnacht durchgegossen? Also eigentlich so lange dauert das eigentlich nicht. Ich war sonst immer so bei 3 Spielstunden. Also es dauert schon lange, weil ich halt dieses komische Gebilde hier baue. Weil ich hatte vorher einfach nur so hier 6 Reihen, 6 Reihen, 6er, also 6, 6 leer, 6, 6 leer, 6, 6 leer. Aber dafür brauchte man 12 Samenbeutel und die Ausbeute war nicht ganz hoch. Die war bei 72 genau, glaube ich. Ja, kommt hin, 72 war die Ausbeute. Das war mir natürlich zu wenig. Ich musste natürlich das meiste
rausholen und habe mir dann gedacht, warum zerstört diese Musik die Atmosphäre, die ich aufbauen will? Ja, gut. Ich habe einmal Stein erhalten, okay. Ich will mir noch einen Stein irgendwo suchen. Ah, gefunden! Ja, kannst ja auch nichts von kaufen. Oh. Aber von dem Beton, was ich bekomme, den ich bekomme, ja, das stimmt auch wieder, da kannst du dir was verkaufen. Ja. Ich habe 14 Tränke gefunden und bekomme dafür 3 Silber und 50 Kupfer. Und von dem Geld und auch von dem, was ich noch habe, kaufe ich mir dann hier 9 Stück. Ich möchte meinen Stein zu Gieß erstellen. Ich möchte Beton erstellen. Ihr müsst immer auf das. Erst wenn ihr hier in dem Fall auf das Danke drückt, wird Beton auch hergestellt. Also, das, da müsst ihr dran denken. Und wundert ihr vielleicht, hör, ich drücke doch die ganze Zeit, aber es funktioniert nicht. Weil ihr könnt während der Konversation schon wieder E drücken. Unterbricht dann halt das, was ihr gerade tut. Ja, jetzt hängt das gerade ein bisschen. Oh, ist da. Jetzt habe ich die Ostereier noch nicht, ne? Ich will das in der Aufnahme nicht machen. Ich werde kurz mit meinem anderen Charakter online gehen und kurz sagen, was man Tolles bekommt. Ist ein kleines Easter Egg. War der schlecht. Der war unglaublich schlecht. Übrigens, das Ostereier sammeln, das kann ich ja schon mal so sagen. Auch wenn es ist egal, ich sag's nicht. Ich sag gleich, ich sag's nachher. Ob sich das lohnt und so, ne? Sag ich nachher. Das lohnt, ob sich das. Ich sag mal nicht, ob sich lohnt. Okay, wir haben 30 Beton, die ich gerne abgeben würde bei Larissa. Oh, da unten kann auch das Eis spawnen, das ist aber selten, dass da was spawnt. 30 Beton gesammelt, ordentlich Geld kassiert dafür. Wir sind bei 7 Gold. Also, na, wenn ich jetzt viel looten würde, wäre ich auch immer bei diesen 30 Gold. Das ist ja gerade der 8. Platz. So. Mein Handy zeigt mir genau 1 Stunde Aufnahmezeit an. Die Auberginen sind leider noch nicht fertig. Dann werde ich wohl nochmal neu aufnehmen müssen. Ich möchte mich halt jetzt gern mit dem Charakter ausloggen. Ja, blaue Ostereier brauche ich nämlich gerade auch gar nicht. Ich logge mich an dieser Stelle aus. Ich möchte das Spiel wirklich verlassen, aber dafür mit Frantic ins Spiel gehen. Einloggen. Genau, wie gesagt, jeder Spieler hat seine eigene Zeit. Hier, wie ihr seht, diese Zeit ist gerade bei mir. Hier ist Nacht. Und jetzt zeige ich euch kurz, ihr bekommt diese Hasenohren. Die bekommt man. Kann man ablegen und dann bekommt man die, wenn man diese Ostereier sammelt. Die sind allerdings, ich habe mal geguckt, wenn man sie verkaufen wollen würde. Die sind nur 5 Silber wert. Wenn ihr also diese Ohren haben wollt, um die zu verkaufen, lohnt es sich nicht. Es lohnt sich wirklich nur das Sammeln. Wenn ihr denn auch diese Ohren haben wollt, natürlich süß. Also, was heißt süß? Ist natürlich nett, so ein kleines Easter Egg. Für Easter Eggs, die man sammelt. Wow, wenig ideenreich heute. Und ich habe ja gar kein Feld. Ja, es tut mir leid. Ich hab noch ein bisschen hier und da auch wieder. Man kann maximal 30 Samen haben, zumindest von den Auberginen-Samen. Ja, und bekommt ihr diese Osterhasenohren. Und das war's dann. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Spiel zeigen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Ich weiß nicht. Habe ich was vergessen? Ich könnte euch ja noch mal kurz sagen, ich habe zwar gerade keine Auberginen mit dem Charakter hier, aber das Öl, ich muss das Öl mitnehmen, Öl brauche ich. Und Steine brauche ich auch immer. Steine und Öl sind gerade wichtig, weil Wasser, wie ihr seht, habe ich genug. Tränke sammle ich gerade aus Langeweile. Die Rüben würde ich mich gerne mal abgeben. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon getan habe. Der Typ will Auberginen, aber du möchtest Rüben von mir und du hast außerdem Öl neben dir stehen. Wieso gibt's mir das nicht? Hm? Schieb mir das mal rüber hier, komm! Hier, jetzt! Das ist der Baum im Weg, naja, sehe ich auch. Habe ich dir schon was gegeben? Nein, nimm meine und dann kriegt man 58 Silber dafür. Und die Rüben sind sofort weg. Weg sind sie. Warte, willst du 18 Stück genau? Wolltet ihr gerade 18 Stück? Ey, dann werde ich mal im Inventar leer, ne? Das ist ja optimal. Ich weiß nicht genau, wann ich die Rüben angepflanzt hatte, dass ich jetzt noch 18 übrig habe. Ne, das waren 19, die wollte ich. Ich weiß nicht. Da hinten ist ein Stein, aber so weit möchte ich jetzt nicht unbedingt laufen. Ich möchte nämlich noch die Tomaten abgeben und den roten Trank mitnehmen. Ich prüfe nämlich gerade das Spiel, also für mich persönlich mache ich das nur, wie viele rote Tränke man stacken kann. So, habe ich dir schon Tomaten vorbeigebracht? Nein, 50 Stück nehme meine. Oh, vielleicht sollte ich da mal nur 2 Stück, einfach nur, weil ich dadurch viel Geld bekomme. Also es lohnt sich, würde sich ja lohnen, ne? Ich könnte da mal so 2 Tomaten anpflanzen.
Naja, schon länger wollte ich mich verabschieden für diese Aufnahme. Hoffe, es hat euch gefallen. Das Spiel, spielt es doch mal selber. Wenn ihr spielt, fände ich es also cool. Kommt im Forum vorbei. Im Forum könnt ihr euch austauschen. Ich finde, man kann auch mal rumspinnen, wenn man irgendwelche Ideen hat, so wie ich halt hier mit meinen optimalen Ausfarmen-Dings oder so. Kann sich einfach nett mit den Leuten unterhalten, irgendwelche Forenspiele. Keine Ahnung, ist einfach cool. Ihr habt jetzt noch die Chance, dieses Spiel zu entwickeln, mitzuentwickeln quasi. Wenn ihr eine Idee habt, die ein Spiel soll, ja, könnt ihr das einfach ins Forum schreiben. Und wenn die Entwickler ist ein Team aus 7 Köpfen, das habe ich auch nicht erwähnt, kann ich jetzt mal zum Ende nochmal nachholen. Wenn die sagen, boah, die Idee ist cool, dann nehmen die Idee auf jeden Fall auf. Und ich denke doch, das ist was, wofür man das auch mal tun könnte, oder? Ja, das ist jetzt völlig uneffizient, was ich hier mache. Meine Gießkanne ist leer, ne? Völlig, völlig uneffizient, aber mir geht es ja nur, dass mein Inventar ein bisschen leerer wird wieder und ich will mein Geld. Ja. Und dann haben wir bald die 15 Tomaten auch durch. Das war's jetzt wirklich. Das war's. Ich möchte schlafen gehen. 0 Uhr. Es ist 0 Uhr. Boah, 0 Uhr. Ich muss ins Bett. Es ist so mein Ferienrhythmus momentan. 0 Uhr ins Bett passt. Genau. Ich möchte schlafen gehen und damit ist auch hier schwarzer Bildschirm. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das sind. Aber hier am Ende kann man ja mal Danke sagen. Spielt's doch mal an. Spielt mal Rising Farms. Vielleicht sieht man sich online. Wir können uns auch für eine Uhrzeit verabreden, wenn es überhaupt einer schaut. Aber das wäre cool. Gut, das war's. Haut rein. Ich gehe schlafen und bin weg. Ciao.